Willkommen zu einer neuen Folge von Hitman 2. Es gibt wieder ein schwer zu fassendes Ziel. Wobei ich sagen muss, das letzte schwer zu fassende Ziel habe ich tatsächlich verpasst oder zumindest nicht mitbekommen. Ich glaube, ich habe es erst eine Woche, nachdem es dann weg war, mitbekommen, dass es da war überhaupt. Hat mich ein bisschen geärgert, aber hier gibt es das nächste. So, Einsatzziele. Gibt es ja auch eine Einsatzbesprechung. Ja, hier, Gutachterin. Mrs. Jameson is one of the key drivers of the extensive price fixing that takes place in the art world. Her callous approach to the fine arts business has destroyed countless galleries and resulted in the suicides of several artists ruined by her actions. Ooh. 2 weeks ago, Jameson hired a gang of thieves to steal a valuable painting from a former client. Jameson aims to impress adventurer Blake Nathaniel with the stolen artwork. But the owner has discovered her involvement and hired the ICA to retire her and retrieve her personal notebook. The client wants Jameson eliminated before the artwork is revealed, so time is of the essence. Good luck, 47. Auch noch ein Zeitdruck. Ja, danke, Spiel. So. Ja, lass mir mal so. Nehmen wir die Waffe mit. Klavierseile, Fragezeichen. Der Dietrich wahrscheinlich besser geeignet. Und die Münzen sind eigentlich immer recht gut. Wir könnten noch einen explosiven Stift mitnehmen. Halt schon auch irgendwie cool. Komm, ja. Ahnung, ich muss glaube ich das spielen. Ja. Nur ein Versuch und der muss sitzen. Gut, dass ich halt gar nicht eingespielt bin, aber würde schon schief gehen. Welcome to the Isle of Scale 47. Miranda Jameson has been sighted on the island. But her exact whereabouts are unknown. We do know she's not carrying her notebook around with her, so look out for both. Happy hunting. Da gibt's ein Paddel, das brauche ich schon mal nicht. Ja, ja. Zwei Wachen. Ziegelstein nehme ich auf jeden Fall mit. Na komm. So. Ich lass mich einfach durch, ne? Ja, gut. Keine Ahnung, wo die ist überhaupt. Darf hier rein? Okay, gut. Badezimmer mit einer Kiste. Reicht es? Ja, komm. Geh doch da rein. Junge. Okay, well, that was a load of nothing. Ich hasse dich, Alter. Ich hasse dich. Jeez.
Komm hier rein. So. Bekleiden. Gangi. Schlaf gut. So, Feueralarm brauchen wir nicht. Death only, ja, das sind wir auf jeden Fall. Staubsauge. Bügeleisen. Geil. Rattengift. Oder Brechmittel halt. Ne, Rattengift ist es. Durchkladdern? Fragezeichen? Würde jetzt sogar als feindliches Gebiet gelten. Ne, dann suche ich mir lieber einen anderen Weg. Kein Risiko eingehen, nur ein Versuch. Die erkennt mich sogar davon, die Person. Okay, ich lieber hier. Ich bin voll ungewohnt, da ich mit dem Stick hier Perspektive wechsle. Weil ich sonst immer mit PS4-Controller gespielt habe und jetzt gerade mit Xbox-Controller spiele. Aber da müsste halt auch dieselbe sein. So, Employees only. Ja. Das bin ich. Zigarettenkiste. Einfach mitnehmen. Ich habe noch keine Ahnung, wo unser Ziel ist. Oh. Ich würde mir vorstellen, dass das müsste doch feindes Gebiet sein, oder? Ja. Was ist das für ein Infogegenstand? Gar nichts, okay. Oh je. Also töten und das Buch auf jeden Fall besorgen von der. Hä? Ah, hier ist noch eine Tür. Jetzt bin ich in der Küche. Nochmal Brechmittel, oder Rattengift, ehrlich gesagt. Kann ich hier was verstecken? Nee, durchbohren kann man das. Apfel. Der Koch steht natürlich jetzt da super. Hängt da hinten ein Schlüssel? Kellerschlüssel. Ist da ein Fisch? Da ist ein Fisch drin. Nicht, aber irgendwie nicht rankommen kann. Wenn die Eismaschine einschalten, dann kriege ich zumindest Kochuniformen. Und auch durchklettern. Messer nehme ich auch mal mit. Ich meine, warum denn nicht, ne? So, die Person da vorne erkennt mich theoretisch. Kokosnüsse. Weil die Kokosnuss, weil die Kokosnuss, weil die Kokosnuss geklaut. So. Jo, Alter, was ist hier unten für ein Kult eigentlich?
Die haben ja zu viele Waffen. Ich gehe auf jeden Fall, ich gebe einen wieder hoch. Er hat sogar unbefugt zu betreten, ja dann. Hier darf ich laufen, ja, ist komisch irgendwie, oder? Knopf drücken. Interessant. Eine Geheimtür. Da vorne stehen auf jeden Fall zwei Wachen. Oh, nein, die wollte ich nicht fallen lassen. Wollten wir eine Münze hier holen. Was macht der Kerl da? Hat zumindest gereicht. Ich darf hier mit der Kleidung rumlaufen. So, verstecken wir wieder seine Körper. Ich bin ein Hüter. Habe immer noch keine Ahnung, wo mein Ziel ist. Regalschrank einschalten. Ist noch eine Kiste. Ich darf rein, ne? Ja. Ah, die Kameras filmen mich. Noch alles in Ordnung. Guck mal, das ist doch die Kontaktperson, die sie mit ne treffen möchte, oder? Hier, der Kerl. Tages läuft hätte auch irgendwann noch weg. Könnte auch den Dings auf ihn fallen lassen. Frage ist, wo dafür das Ding dann ist. Also wo der ob es reicht, ob ich da einfach jetzt oben drauf balle. Gehen wir mal weiter gucken. Toiletten, bla bla bla. Das war's. Serumskasten. Oh, ich habe keine Schlüssel. Verstecken als gepanzerter Ritter. Schraubendreher. Stange zum Aufmachen. Okay, da war ich schon auf der anderen Seite, da wie zumindest.
So. Geheimtunnel. Das habe ich damals nie alles bemerkt, wirklich. Diese Geheimgänge in der Festung. Hat es gehört? Das ist ja auch noch eine Hüte. Also ich darf also auch schon dann da rein. Ich im Lagerhaus. Oh. Die haben mich fast gefunden, Alter. Da oben mich aber auch. Wer hört das jetzt genau? Habt ihr nicht bemerkt? Habt ihr nicht bemerkt? Schürhagen. Oh, danke. Den kann ich nicht verstecken. Wir werfen dahin. Ich weiß immer nicht, wo mein Ziel ist. So, wer kennt mich da oben alles? Habe ich jetzt neue Kleidung geholt, der Kellner da drin? Eine blöde Frage, ne? Aber der wird doch jetzt abgelenkt sein. Dahin gehen und ich kann dann in der Zeit. Ich weiß, dass es suspicious ist. Aber guck mir noch nicht zu, ich will doch nur die Tür aufhacken. Aufknacken. Hier ist aber auch nicht die Person, die ich suche. Mr. Block, you look troubled. I'm a friend of the Ark Society, yes.
Kann doch nicht sein, dass ich noch nicht mal das scheiß Target bisher gefunden habe. Ist abgesperrt, ernsthaft? Mich aber auch nicht richtig. Have a consequential evening, sir. Ja. Ist die aber auch nicht. Und hängt da auch gerade so ein bisschen rum. Kannst du dich bitte wegbewegen wieder? Danke. Danke für den Schlüssel. Ein Infogegenstand. Well, she stays at numbered, I suppose. Even if the council can't. Right, oh, hello. Was ist das? Eine Zigarettenkiste einfach wieder. Vielleicht ist er mittlerweile unten. Könnte das sein? Also da, wo der Künstler vorhin stand. Könnte ja sein. Hoffe ich zumindest. Kann eigentlich sein, dass ich da unten an der vorbeilaufe, gefühlt. Oder immer da bin, wo sie nicht ist. Ist immer noch nur der da. Aha. Aber auch die falsche hier. Halt doch die Schnauze. Nee, die Altersbesprechung. Gibt's da irgendwo einen Tipp, wo die ist? Also sie will sich ja mit dem Kerl hier irgendwann treffen. Frage ist halt, wo war ich noch nicht?
Lagerhaus, bla bla bla, Balkon. Das Gebiet ist so fucking groß. Is Miranda James. Oh, endlich. Price fixer, thief and responsible for at least three artist suicides. Well, it's a little hard with all the masks, of course, but we're not expecting him until tomorrow. Rest assured, I will keep you informed, Mrs. Jameson. Ich muss auch noch ihr Buch finden. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Wachen, aber ich geil, ne? I need to make a phone call. Okay. It's me. You wanted to get in touch. Did he? Well, that was rather unexpected. What did the Italian authorities say? No, don't worry about him. Randall Price is too much of a weakling to actually do anything about it. I asked him to sell me the painting at a friendly price, and what does he propose? What the? Okay. Target eliminated. Well done, 47. The client should be pleased. Dum dum dum. Ja, eigentlich würfeln den Stift ja wie ein Dartfall, aber bei mir ist halt einfach geflogen wie so ein Stein, den ich werf. Oh, ist halt nur die Frage, wo das heißt Notizbuch gammelt. Penthouse, bla bla bla. Real Talk, ich muss gucken, wo es ist, Alter. Bla bla bla. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo das Scheißbuch liegt. Oh lol. Okay, ich weiß, wo es liegt. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, dass ich nachguckt habe, aber ich würde hier sonst ewig nachgucken, wo es liegt. Von wo kam ich denn hier rein eigentlich? Warte, hä? Ich treppe hier hochlaufen? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich so schnell vergessen, wo ich kam, Alter? Aber ja, ich bin da unten. Wohne mich hier alle? Ja, ich mal auf die andere Seite lang, ne? Hey Bob. Job done, 47. Head for an exit and I'll wire the money as per usual. Oh, da kommt jemand, der mich erkennen könnte. Ja, lauf vorbei. Ja, ist mir scheißegal, dass die Kameras mich gefilmt haben.
will einfach nur diese Mission hier bestehen jetzt. Rutschrunde, hui! Escape! Yes! War kein perfekter Run mit von wegen keiner Wort gefunden oder er hat es mitbekommen oder so, bla bla bla. Ich wurde natürlich auch die Aufzeichnung noch gespeichert, aber das wäre scheißegal, Hauptsache geschafft. Missionsbewertung einstellen. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall, ja. Neuer Startpunkt. Anzug. Und ein zweites Target auf meiner Liste. Sonst noch, ne? Nichts mehr, ja. Cool. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. See ya!